zwei kleinen Freunde. Sie machen Sachen, die bringen euch zum Lachen. Rudi und Peppi, die zwei kleinen Freunde. Sie machen Sachen, die bringen euch zum Lachen. Als Rudi und Peppi sich kennenlernten. Heute möchte ich euch erzählen, wie die zwei Freunde Rudi und Peppi überhaupt zueinander gefunden haben. Sie kennen sich nämlich schon lange, aber ihr sollt vielleicht wissen, woher sie sich kennen und wie sie sich kennengelernt haben und was da genau passiert ist. Und zwar passierte das in Afrika. Ihr habt sicher schon gehört, welche Tiere es in Afrika gibt. Das ist ja für uns ganz was Besonderes, weil bei uns kann man Elefanten nur im Zoo sehen oder andere Großkatzen auch. Aber Rudi und Peppi, die haben sich in Afrika kennengelernt, und zwar müsst ihr wissen, Peppi ist ein Elefant und Rudi ist ein Hörnchen. Wir wissen nicht genau, welches Hörnchen, da muss es mal eine eigene Folge geben, das ist eine sehr interessante Geschichte. Jedenfalls war es so, dass Rudi, das Hörnchen, ziemlich klein noch war und jung, er konnte schon gehen und er konnte schon reden, aber irgendwie war er verlassen und er hatte keine Eltern und keine Familie und er war alleine unterwegs in der Savanne in Afrika und hat sich vor gar nichts gefürchtet. Er ist einfach so durch die Gegend marschiert und war ziemlich frohgemut und so, und er hat nur in seinem Kopf gehabt, in seinem kleinen jungen Kopf, Nüsse. Das war alles, an was er denken konnte. Und ihr werdet dann drauf kommen, Rudi hat eine ziemlich hohe Stimme, die ist auch, wenn er älter wird, dann bleibt die ungefähr gleich, und zwar geht die ungefähr so. Ich glaube, da war ich jetzt schon mal, kann das vielleicht sein, dass ich im Kreis herumgehe oder sowas, weil ich muss doch Nüsse finden, wenn ich so einen Hunger habe, was soll ich denn machen? Ich weiß doch auch nicht, wo die herkommen, die Nüsse, aber ich habe das so in meinen Kopf drinnen, weil jetzt habe ich sicher schon vielleicht einen Tag, zwei Tagen, drei Tagen schon gar nichts mehr gegessen, und ich brauche jetzt unbedingt die Nüsse, die muss ich finden. Und so marschierte der kleine Rudi durch die Savanne, durch die Steppe, und hat nicht bemerkt, dass sich von hinten drei Hyänen angeschlichen haben an ihn. Ihr kennt sicher Hyänen, das ist so eine wilde, hundeartige Kreatur mit ganz schieren Zähnen, und die haben auch so hinten, glaube ich, kürzere Beine als vorne und gehen deswegen ziemlich schief und naja, es sind keine schönen Tiere, muss man wirklich sagen, und sie sind sehr hinterhältig. Sie fressen Aas, aber sie können auch angreifen, vor allem kleine Tiere können sie ziemlich leicht angreifen, und der Rudi wäre für sie eine leichte Beute gewesen. So schleichen also hinter dem Rudi drei Hyänen her. Der Rudi geht so spazieren und schaut sich um und sucht eigentlich in Wirklichkeit irgendwelche Bäume, wo es Nüsse gibt. Und plötzlich sieht er vor sich einen Baum und denkt sich, ach, das, was da oben hängt, das könnten vielleicht Nüsse sein. Es schaut ein bisschen aus wie eine Mandel mit einer Schale. Also falls ihr schon einmal Mandeln mit Schale gesehen habt, das ist ziemlich schwer zu knacken, sage ich euch gleich dazu. Jedenfalls in dem Moment, wo die erste Hyäne einen Satz machen wollte und gerade den Rudi attackieren wollte, hat der Rudi den Baum entdeckt und ist schon mal den ersten halben Meter auf den Baum geklettert. Er war ja immerhin ein Hörnchen, auch wenn wir nicht wissen, welches. Aber er war schon einmal unterwegs, rauf Richtung Nuss und rauf Richtung Mandel. Und die Hyäne ist dadurch mit dem Kopf gegen den Baumstamm geknallt. Das hat ihr auch nicht recht gut getan und sie hat ziemlich gewinselt. Und ich weiß nicht, warum der Rudi das nicht einmal gehört hat. Er hatte das so im Kopf. Da oben, da sehe ich aber schon wirklich so, das schaut schon so ein bisschen aus. Da wird sicher eine Nuss drinnen sein. Das muss ich mir holen. Das muss ich wahrscheinlich pflücken und dann kann ich es essen. Mach mir das gut. Und die anderen zwei Hyänen, eine davon war jetzt bewusstlos von den dreien, aber die anderen zwei Hyänen, die sind unten gesessen am Baum und haben schon, denen ist schon das Wasser im Mund zusammengelaufen, und die haben sich schon gefreut, wenn der Rudi wieder vom Baum runterkommt. Und der Rudi
hat es überhaupt nicht gecheckt und überhaupt nicht gesehen. Er war einfach unterwegs, hinauf den Baumstamm, klettern konnte er und dann hat er schon die erste Mandel gepackt und runtergezupft vom Baum mit Schale und dann noch eine und noch eine und drei. Das war dann für ihn eh schon ziemlich viel zum Tragen, weil er war ja auch nicht wirklich groß. Und dann hat er sich hingesetzt auf eine Astgabel und hat einmal herzhaft in die erste Schale reingebissen. Kracks. Und dann hat er gesehen, okay, das funktioniert überhaupt nicht. Und er hat ziemlich geschimpft. Er hat gesagt, was bist denn du für eine blöde Nuss? Das gibt's doch nicht. Ich will dich doch essen. Das kann doch gar nicht sein. Du bist sicher eine Nuss. Aber warum? Warum kann ich dich nicht verspeisen? Das kann doch nicht. Also ich verstehe das nicht. Und plötzlich hört er von über sich eine Stimme. Und zwar so. Entschuldigung, wenn ich dir was sagen darf, aber irgendwie weißt du das schon, dass das noch eine Schale ist, wo du da gerade reinbeißt? Und der Rudi so, wer hat da geredet mit mir? Und er hat zuerst nicht gesehen, dass da jemand ist. Und im Ast ober ihm sitzt ein kleiner Elefant und schaut ihn an und grinst ihn an und sagt, hallo, ich bin der Peppi. Und der Rudi sagt, ah, hallo Baby, das freut mich aber, dass ich dich kennenlernen kann. Weißt du, ich bin der Rudi und ich habe eigentlich keinen Freund. Bist du jetzt mein Freund? Das weiß ich noch nicht. Normalerweise muss man zuerst mal irgendwas unternehmen oder ein Abenteuer haben oder so. Aha, wurscht, ich sage jetzt mal, du bist ein Freund, weil sonst bin ich die ganze Zeit alleine und das gefällt mir auch nicht so gut. Jedenfalls... Kannst du mir vielleicht, wenn du schon so gescheit bist, sagen, wie ich diese Mandel essen kann? Ja, also du musst ja die Schale knacken und das weißt du aber schon. Ja, nein, das weißt du, das, natürlich weiß ich das, ja sicher. Ich weiß eigentlich alles, das musst du von mir wissen, das ist ganz wichtig. Wenn du mich irgendwas fragst, dann kannst du eine Antwort bekommen. Du weißt alles? Oh, das ist aber interessant. Aber nur nicht, dass du die Schale knacken musst und wie du die Schale knacken musst. Ja, weißt du, ich weiß eigentlich alles, aber schon manchmal vergesse ich irgendwas und dann weiß ich es gerade wieder nicht. Aha, okay. Also schau mal, wenn du willst, dann helfe ich dir, auch wenn wir jetzt noch nicht so sicher sagen können, ob wir irgendwelche Freunde sind. Aber du kannst zum Beispiel einen Stein nehmen und die Mandel auf den Stein legen, wenn es ein flacher Stein ist. Und dann nimmst du noch einen anderen Stein und dann haust du drauf auf die Mandelschale. Und wenn du Glück hast, knackst du sie. Ah, okay, dann gehe ich mal runter, da sehe ich eh Steine. Und in dem Moment checkt der Rudi überhaupt nicht, weil er hat ja so einen Hunger, er checkt es einfach nicht, dass unten noch zwei Hyänen warten. Die dritte ist noch immer bewusstlos und da rappelt sich gerade, die wacht langsam auf, aber zwei Hyänen mit Wasser, die was ihnen im Mund zusammenläuft, die warten eigentlich auf den Rudi. Und er checkt es nicht, weil er so einen Guster hat auf die Mandel, dass er einfach die Hyänen nicht sieht. Das ist möglich. Und er will schon runterklettern, plötzlich saust ihm der Peppi nach und nimmt ihm am Krawattel und reißt ihn zurück und sagt, Rudi, siehst du nicht, dass da zwei Hyänen sind? Du kannst doch nicht da hinunter einfach gehen, bitte, das geht doch nicht, Rudi. Und der Rudi sagt, zwei was, bitte, zwei Hayui, Hayui. Hyänen, hast du das noch nicht gehört, das Wort? Also, das ist ein schwieriges Wort für mich. Hayui, Hayui. Also, wenn diese Hayui, Hyänen und was und die und wieso und wollen die dann meine Nüsse oder wie? Nein, die wollen dich, verstehst du? Die wollen dich verknuspern und verspeisen. Das ist schon sehr gefährlich. Du musst schon ein bisschen auf dich aufpassen. Aber bitte mach dir keine Sorgen. Du weißt schon, dass ich ein Kung-Fu-Meister bin und sonst alle möglichen Kampfsportarten kann. Aber du bist so klein, du kannst kein Kung-Fu-Meister sein, das ist unmöglich. Doch, doch, doch. Schau mich nur an, ich gehe da jetzt runter und dann hau ich denen auf die Schnauze, da wirst du mit sie jaulen. Rudi, bitte mach das nicht, ich glaube das nicht, dass das gut gehen kann. Na gut, wir können es ja drauf ankommen lassen. Und der Rudi klettert runter den Stamm. Der Peppi macht sich jetzt schon volle Sorgen, obwohl sie sich noch gar nicht so lange kennen. Sie haben sich ja gerade erst kennengelernt und es hätte ja sein können, dass Rudi ein Kung-Fu-Meister ist. Und er geht runter vom Baumstamm und die erste Hyäne fährt hin mit dem Maul, mit den spitzen Zähnen und erwischt den Rudi direkt bei seinem linken Ohr. Und der Rudi heult auf. Los, du böse Hiu, 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 Hiu. Ich weiß
gar nicht, wie man dich nennt, aber lass mich sofort los. Und die zweite Hyäne kommt schon und will den Rudi direkt in den Bauch beißen. Plötzlich turnt der Peppi runter vom Baum, nimmt einen von den Steinen, die der Rudi gesehen hat, und haut der zweiten Hyäne auf den Kopf, dass es nur so duscht. Und die jault und verzieht sich. Und der Peppi schnappt sich den Rudi und fetzt mit ihm wieder den Baum rauf. Und der Peppi sagt, Rudi, spinnst du eigentlich? Du bist so klein. Du glaubst, du kannst es dir dich anlegen mit drei Hyänen? Ja, was soll ich denn wissen, was doch das ist, so eine Huiu. Ich sag das jetzt nicht mehr, dieses Wort, aber diese blöden Dinger, die da unten stehen. Ja, das ist ganz egal, ob du das weißt oder nicht, aber ich hab's dir doch gesagt. Wieso hörst du einfach nicht auf mich? Das ist doch total wichtig. Na gut, also jetzt von mir aus glaube ich dir das schon ein bisschen, dass die also doch ein bisschen so gefährlich sind, diese das ist aber wirklich schon ein sehr schwieriges Wort, weißt du, Peppi? Macht nichts, Rudi. Also ich glaube, egal ob wir jetzt Freunde sind oder nicht Freunde sind, aber wichtig ist nur schon, dass ich, glaube ich, ein bisschen auf dich aufpassen muss, weil also sonst wird das nichts. Das ist ein bisschen zu gefährlich mit dir alleine hier in Afrika. Ja, also von mir aus kannst du schon auf mich aufpassen. Da habe ich, also ich weiß es nicht. Ich meine, eigentlich brauchst du nicht auf mich aufpassen, weil ich sowieso alles weiß. Aber manchmal vergesse ich halt so die Sachen. Zum Beispiel, wie dieses Tier heißt, habe ich schon wieder vergessen. Oder wie du heißt, habe ich auch schon wieder vergessen. Mann, ich bin der Peppi, das ist doch nicht so schwer zu merken. Ah, Peppi, ja. Nein, ich werde mir das schon merken, ich muss es nur ein paar Mal wiederholen und dann geht es schon besser. Ja, okay, ist gut. Und dann war das Problem, erstens mal, sie hatten keine Steine am Baum oben, das heißt, Rudi konnte seine Mandel nicht knacken, er hatte einen wahnsinnigen Hunger. Und die Hyänen hatten aber anscheinend auch einen wahnsinnigen Hunger und die haben natürlich da unten gewartet auf Rudi und Peppi. Das war so eine Sache, weil wer würde das länger durchhalten? Würden die Hyänen länger durchhalten oder würden Rudi und Peppi länger durchhalten? Inzwischen hat Peppi gesagt, Mann, oh Mann, ich habe aber auch schon einen Kohldampf, weißt du, Rudi. Also zum Beispiel so, ich esse ja meine Lieblingsspeise, sind ja Bananen und ich liebe Bananen. Ah, ich kann dir gar nicht sagen. Ich könnte so viel Bananen essen die ganze Zeit und ich habe auch schon 2 oder 3 Tagen keine Bananen mehr gegessen. Und dann sagt der Rudi, oh, dann geht's uns gleich. Ach, das ist aber wirklich eine Schmarrn, eine schöne Schmarrnsache. Also irgendwie müssen wir das schaffen, dass wir zu einem Essen kommen und irgendwie müssen wir die Hyu, wo ich nicht weiß, wie man das ausspricht. Sag mal, wie geht das? Hyänen. Sag einfach mal, Rudi, sag mal Hi. Hü. Nein, Hi. Sag ich ja, Hü. Nein, du sollst sagen Hi mit I. Schau, H-I. H-Ü. Nein, das ist doch kein I, das ist ein Ü. Ja, ich sage ein Ü. Oh nein, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, ich sage einfach die Wörter, die du nicht kannst und die du dich nicht erinnern kannst. Okay, na gut, dann sagst du halt die Wörter, die was ich mich nicht erinnern kann. Ist halt mal so. Was soll man denn schon machen? Kann man eh nichts anderes nicht wirklich tun. Ach ja, gut, passt. Also, wir brauchen irgendeinen Plan, was wir machen können, weil diese Hyänen da, die werden auf uns warten und dann wollen sie nämlich nicht nur dich fressen, sondern dann wollen sie mich auch noch fressen und das geht auf keinen Fall. Ich will mich nicht fressen lassen, jetzt noch nicht, ich bin noch zu jung, ich bin vielleicht nur 1 Jahr. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Jahr ich bin. Weißt du das gar nicht? Weißt du nicht, wann du geboren bist? Nein, ich weiß auch nicht, welchen Geburtstag was ich habe. Also zum Beispiel, sagen wir mal, vielleicht habe ich einen Geburtstag gehabt heute, dann wäre ich auch 1 Jahr alt. Oder vielleicht habe ich ihn morgen, dann müsste ich aber Geschenke kriegen. Und wenn ich heute, dann hätte ich ja heute auch Geschenke kriegen müssen. Ja, es ist nicht so wichtig. Also was haben wir für einen Plan jetzt? Wie können wir da von diesem Baum runterkommen? Und der Rudi, das muss man schon sagen, der Rudi, ja, also ihr werdet ihn noch besser kennenlernen, aber er glaubt ja immer, dass er alles kann und dass er alles weiß. Und manche Sachen macht er dann tatsächlich wirklich richtig gut.
Und es ist so, dass eins von seinen großen Talenten ist, dass er Pläne machen kann und dass er irgendwie Auswege finden kann und dass er sich irgendwas überlegen kann, wie er aus einer Zwickmühle wieder rauskommt. Und dieses Mal war es auch so. Rudi hat fest nachgedacht, ganz fest ist er in sich gegangen und hat überlegt, wie könnten sie die Hyänen austricksen oder wie könnten sie von da wegkommen. Und dann ist ihm was eingefallen. Und zwar waren auf dem ganzen Baum ziemlich viele Vogelnester. Und die waren verlassen, da waren keine Eier drin und keine Vögel mehr. Und dann sagt der Rudi zum Peppi: Peppi, pass auf, ich habe einen Plan. Schau mal, wir machen Folgendes. Also, siehst du die ganzen Vogelnester und diese Fäden, die da noch dranhängen? Ja, die sehe ich. Pass auf, wir warten in der Nacht, bis die Hyänen. Ja, eben die, bis die schlafen, okay? Und dann gehen wir die Vogelnester holen und dann machen wir zwei Puppen, die ausschauen wie du und ich. Das können wir dann vielleicht noch ein bisschen so mit den Fäden einschnüren, damit man das wirklich glaubt, dass da zwei Leute sind. Und die legen wir statt uns her auf die Astgabel. Und wir gehen ganz rauf auf den Baum. Siehst du, wenn man da oben hinklettert, dann kann man rübergehen auf den Ästen, auf den anderen Baum. Und dann klettern wir ganz leise beim anderen Baum runter. Und dann sind wir in Sicherheit, weil dann sehen uns die Hyänen. Ja, die sehen uns nicht. Und dann sind wir einfach weg. Und dann flüchten wir und dann werden sie uns nicht draufkommen. Ah, das ist aber wirklich mal gar keine schlechte Idee. Okay, dann lass uns auf die Dunkelheit warten. Wenn sie nicht genau sehen, was wir machen, schnappen wir uns die Vogelnester und dann machen wir zwei Puppen draus aus den Vogelnestern, so wie Strohpuppen, die dann so ausschauen wie wir. Ja, das machen wir, das ist eine gute Idee. Ach, wie gut, dass ich immer so wunderbare Ideen habe. Ja, Rudi, das war jetzt wirklich eine gute Idee von dir. Weißt du, ich bin der beste Ideenhaber von der ganzen Welt. Du findest sicher keinen anderen. Ich kann mich jetzt zwar nicht erinnern, welche guten Ideen ich in meinem Leben schon gehabt habe, aber sicher tausende, Millionen und die besten und solche, die sonst noch überhaupt noch nie jemand gehabt hat. Wahrscheinlich bin ich sogar ein Erfinder. Oh, du bist ein Erfinder, wow. Ja, das klingt aber wirklich spannend. Also gut, okay, pass auf, dann lass uns mal beginnen. Ja, lass uns mal beginnen. Also, nein, wir müssen warten, bis es dunkel ist. Und da waren noch einige Stunden Zeit. Die Hyänen haben natürlich überhaupt nichts getan, ihren Platz zu verlassen. Nein, 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 die hätten nicht dran gedacht, nicht im Leben. Die haben gewartet und denen ist weiter das Wasser im Maul zusammengelaufen. Und die haben sich gefreut auf zwei Happen mittlerweile, auf einen Rudi-Happen und auf einen Peppi-Happen. Aber Rudi und Peppi haben ausgehalten, bis es wirklich dunkel war. Und dann haben sie angefangen, die Vogelnester mit diesen Schnüren einzuschnüren und umzubauen zu zwei solchen Strohpuppen. Und die haben sie dann statt sich hingelegt. Und sie selber sind eine Astgabel höher gestiegen und haben sich das angeschaut, wie das ausschaut. Und das hat wirklich sehr echt ausgeschaut. Und dann sind sie hinaufgeklettert bis in die Baumkrone. Und da konnten sie dann auf einem anderen Baum rübersteigen und langsam runterklettern praktisch. Und da war es aber schon fast dämmerig und die Hyänen haben sie gesehen, die sind so in einem Halbschlaf, da konnte nichts passieren und Rudi und Peppi sind beim anderen Baum runtergeklettert und haben sich ganz leise aus dem Staub gemacht. Rudi hat sogar seine drei Mandeln mitgenommen und dann sind sie geflüchtet, zuerst ganz langsam und dann ganz lang. Also dann ganz schnell und dann sind sie sogar einmal auf einen Stock draufgetreten, der geknackst hat, so richtig ein ziemlich lautes Knacksen. Und dabei ist eine Hyäne aufgewacht und hat so um sich geschaut und hat sich gedacht, oh Gott, vielleicht kommt jetzt unsere Beute und hat auf den Baum hinaufgeschaut und hat diese zwei Strohpuppen gesehen und hat sich nichts gedacht. Und hat gedacht, Rudi und Peppi sind noch auf dem Baum oben. Und dadurch waren Rudi und Peppi in Sicherheit und konnten sich ganz langsam und ganz gut und leicht entfernen. Und wie sie dann ungefähr so einen Kilometer weit weg waren, haben sie sich getraut, dass sie reden.
Und soll ich euch was sagen? Nach einem Kilometer haben sie sogar einen Bananenbaum gefunden. Und Beppi konnte Bananen reinhauen. Und da waren genug Steine, wo Rudi seine Mandeln knacken konnte. Und da haben sie also gemeinsam gejausnet. Und so haben sie ihr erstes Abenteuer gemeinsam überstanden. Und da haben sie sich gesagt, sie wollen jetzt Freunde bleiben und sie wollen Freunde sein. Und anscheinend hatte Beppi niemanden. Und Rudi hatte auch niemanden, sowas ähnliches wie eine Familie. Und dann haben sie gesagt, sie werden einfach jetzt zu zweit durch die Welt gehen. Ja, und das war, wie Rudi und Beppe sich kennengelernt haben.